Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Wildlife bei Seven vs. Wild. Heute wollen wir uns mal über die Krokodile dort unterhalten, denn ich habe leider in ganz vielen Kommentaren, ich sag mal, gefährliches Halbwissen und auch falsches Wissen entdeckt und möchte einfach mal aufklären, ja, welche Tiere es dort gibt und vor allem welche Tiere es dort nicht gibt. Und wenn euch der Content gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Hilft dem Kanal wirklich ungemein, würde mich mega freuen. Wie gerade schon erwähnt, ich möchte vor allem auch über die Krokodile reden, die es dort nicht gibt, denn der gute Sascha und der gute Dave haben leider ein bisschen dazu beigetragen, dass der Irrglaube von den Salzwasserkrokodilen die Runde macht. Mangroven. Krokodil. Hier ist ein riesen Salzwasserkrokodil unterwegs. Eine Flussmündung, die ins Meer reinführt, also wirklich absolutes Paradies für die Salzwasserkrokodile, die es hier gibt. Salzwasserkrokodil, es ist unglaublich. Ich bin kein Biologe. Ich habe natürlich keine Ahnung davon. Dass Dave und Sascha keine Experten sind, ist gar kein Thema. Denn dafür gibt es ja mein Video, um euch ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, wo Salzwasserkrokodile eigentlich herkommen und welche Krokodile es in Panama wirklich gibt. Die Salzwasserkrokodile werden auch Leistenkrokodile genannt, im Lateinischen Crocodylus porosus. Diese Tiere leben im Norden Australiens und kommen auch bis hoch in den Norden Indonesiens vor, also ganz schön weit weg von Panama. Die meisten dieser Tiere werden zwischen 3 und 5 Meter lang. Immer mal wieder hört man von Rekordtieren, die eine Länge von 7 bis 8,5 Metern erreichen. Extrem große Exemplare können circa eine Tonne wiegen. Und auch der Ruf eilt den Salzwasserkrokodilen voraus. Sie gelten als eine der aggressivsten Krokodilarten der Welt. Mehrfach im Jahr werden Angriffe auf Menschen von dieser Tierart bestätigt. Doch auch in Panama, bei Seven vs. Wild, gibt es Krokodile. Die sogenannten Spitzkrokodile, Crocodylus acutus. Der Lebensraum dieser Tiere erstreckt sich von Mittelamerika über Florida bis runter nach Peru. Im Durchschnitt werden Spitzkrokodile 4 bis 5 Meter lang. Aber auch Individuen von 7 Metern sind keine Seltenheit. Spitzkrokodile leben bevorzugt im Süßwasser. Sie können aber auch im Brack- oder Salzwasser vorkommen. Das heißt, wir haben hier eine Krokodilart, die im Salzwasser problemlos überleben kann, aber nicht Salzwasserkrokodil heißt. Das sind zwei verschiedene Krokodilarten. Spitzkrokodil, Salzwasserkrokodil. Spitzkrokodil, Salzwasserkrokodil. Panama, Australien, Panama, Australien. Spitzkrokodile sind allein schon wegen ihrer Größe für den Menschen lebensbedrohlich gefährlich. Dennoch kommen Angriffe auf Menschen sehr, sehr selten vor, denn diese Tiere sind deutlich weniger angriffslustig und weniger aggressiv als die Salzwasserkrokodile in Australien. Wenn dieses Video euch unterhalten hat oder es für euch informativ war, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar von Algorithmus würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Wie immer bedanke ich mich herzlichst fürs Einschalten. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!